Hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich noch einmal auf die Hunde eingehen und möchte auch auf eure Kritik eingehen, die ich immer noch bekomme für meine Hunde und vor allen Dingen, wie ich sie halte, dass ich das Gefühl habe, ich muss noch mal drüber reden. Ich habe schon Videos zu gedreht und ich mache das immer mal wieder, wenn ich dazu Lust habe und den Anlass verspüre. Und ich hatte jetzt mal Lust, mich wieder mit Kritik auseinanderzusetzen. Ich möchte aber einfach auch mal sagen, dass ich denke, dass es den Hunden gut geht. Ja, wenn ich glauben würde, dass es den Hunden nicht gut geht, dass ich sie nicht gut ernähren würde, dass ich sie falsch halten würde, dass ich das Gefühl haben würde, es ginge ihnen schlecht, dann würde ich das auf jeden Fall ändern. Aber wenn ich es doch selber nicht einsehe und wenn ich doch selber das Gefühl habe und in Absprache mit unserem Hausveterinär doch immer in Kontakt bleibe und alles Mögliche versuche, um es ihnen so gut wie möglich gehen zu lassen, dann habe ich einfach das Gefühl, teilweise ungerecht behandelt zu werden von den Leuten, die mir einfach diese Vorwürfe andauernd in die Kommentare schreiben. Wenn ich glauben würde, ja, was dort steht, und wenn ich die Kritik, die mir gerechterweise, ja, es ist ja nicht so, dass ich sage, da ist alles falsch dran, was manche Leute schreiben, dann würde ich das ändern. Aber wenn ich es nicht einsehe und wenn ich glaube, dass das, was ich tue, und guck mal, wie die Vogel, wie ich die Hunde behandle, richtig ist, so schön, ne, der Vogel, dann ist es, glaube ich, auch von mir, glaube ich, ne, denke ich, ist meine Ansicht, richtig, dass ich das auch so mache, wie ich glaube, dass es richtig ist. Es sind letztendlich meine Hunde, ja, und sind unsere Hunde. Und wir haben uns wirklich viele Gedanken darüber gemacht, wie wir die Hunde halten. In Abwägung aller Vermischungen der Kulturen und kulturellen Vorstellungen und auch der Ansprüche, die wir überhaupt hatten, um die Hunde überhaupt sozusagen anzuschaffen. Und gerade ich, die wirklich ein großes Herz für Hunde hat, ja, ich habe schon immer gesagt, ich mag Katzen eigentlich nicht so gerne. Hunde sind mein Fabel. Ich habe mein ganzes Leben mit Hunden verbracht. Ich glaube, ich kann einigermaßen gut beurteilen, was es braucht, um Hunde zu halten. Ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass man, ich habe schon ein Video drüber gemacht, ne, dass man sich mit der Ernährung, dass es da viele verschiedene Meinungen gibt. Und ganz egal, was ich auch tun würde, wie ich die Hunde auch ernähre, ich bin sicher, es gibt immer hunderte von anderen Meinungen, die Leute haben und mir wieder vorwerfen. Das ist einfach in der Natur, das liegt in der Natur von uns Menschen, dass wir immer gegensätzliche Parts haben, die total anders darüber denken. Es gibt Leute, die ihre Hunde nur mit Fleisch ernähren. Es gibt Hunde, die keinerlei Zusatzstoffe in die Ernährung der Hunde mit einbringen. Es gibt Menschen, die ernähren ihre Hunde nur mit Essensresten. Es gibt Hundehalter, die ernähren ihre Hunde nur mit Trockenfutter oder sie mischen mit Nassdosenfutter. Es gibt Leute, die kochen für ihre Hunde ganz exakt nach Tabelle, wie viele Nährstoffe. Sie geben ihren Hunden zusätzliche Stoffe, die sie brauchen, Vitamine und hast du nicht gesehen. Ich versuche, diese ganzen wissenschaftlichen Abhandlungen, die es über die Ernährung von Hunden gibt, abzuwägen und für mich mit gesundem Menschenverstand, ja, den ich von mir behaupte zu haben. Jeder hat eine andere Behauptung von seiner
gesunden Menschenvorstellung. Ja? Jeder denkt, er hätte die ideale Vorstellung und die ideale, das ideale Wissen. Und er wüsste ganz genau, wie es am besten ist, seine Hunde oder überhaupt Hunde oder Tiere zu ernähren. Und bringt da tausende von Abhandlungen und wissenschaftlichen Beweisen zutage. Ja? Aber jeder Halter muss für sich ganz persönlich entscheiden, wie er seine Hunde behandelt und wie er sie ernährt. Ja? Und wenn dem Tierschutz ja, nichts entgegenspricht, dann kann das auch jeder so machen, wie er das möchte. Ist meine Meinung. Ja? Wenn die Hunde gut behandelt werden, wenn sie ein liebevolles Zuhause haben, wenn sie gut ernährt werden nach, weiß ich nicht, jedermanns Kopf, wie man glaubt, dass es richtig ist. Ja, Hunde nicht hungern lassen, Hunde nicht quälen, Hunde nicht schlecht behandeln, Hunde mit möglichst vielen Abwägungen ernähren, ja, dann kann man dem Besitzer doch nichts vorwerfen. Und genau das passiert aber hier, ja. Ihr seht von dem, was ich mit den Hunden mache, ich würde mal sagen, 10 Minuten, wenn überhaupt. Manchmal zeige ich die Hunde ja auch kaum. Ich mache nur mal kurz eine Kameraeinstellung drauf. Ihr seht weder, was ich den Hunden zu essen gebe. Ja. Ihr seht, wie ich das Hähnchen koche, den Reis koche, das Gemüse vielleicht. Aber mehr seht ihr doch gar nicht. Ihr seht doch gar nicht, was ich den Hunden zu essen gebe. Ihr seht vielleicht, wenn ich ihnen trockenes Brot reinschmeiße, weil ich es toll finde, wie sie sich darum kloppen, ja, weil ich das interessant finde und denke mir, das interessiert doch andere Leute auch. Heißt ja aber nicht, dass ich die Hunde nur mit trockenem Brot ernähre oder nur mit Reis und nur mit Gemüse und ein wenig Fleisch. Also da wäre ich immer sehr vorsichtig, wenn man versucht, andere Leute zu beschuldigen und zu beurteilen, ja. Ich versuche mein Bestes, diese kleinen Racker zu ernähren. Sie sehen gesund aus, sie haben ein glänzendes Fell, sie sind agil, sie haben gute Laune, sie sind typische kleine Welpen, denen es rundherum pudelwohl geht. Ja, es geht ihnen richtig gut, Maschallah. Und wenn das nicht der Fall wäre, ja, wären die Hunde unterernährt, würde es ihnen nicht gut gehen, würden sie in irgendeiner Art und Weise, würde ihnen etwas fehlen, ja, dann würde man es ihnen auch ansehen. Ich zeige euch sogar manchmal die Kacke, Leute. Kann ich euch nur mal so als Tipp geben, ja, an der Kacke seht ihr schon mal, ob es den Hunden gut geht, weil wenn die nicht in Ordnung ist, ist das sofort da sichtbar. Ja, sie wird weich, sie wird, egal, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Also ich glaube, das ist zum Frühstück hier nicht so ganz angenehm. Jedenfalls müsst ihr mir einfach glauben, dass ich für meine Hunde das Beste will. Und wenn man mir in meinen Vlogs zuschaut, ich glaube, so viel Lügen und so viel Vorspielen kann man gar nicht. Und ich schon überhaupt nicht. Ja, man würde mir das sofort anmerken, wenn irgendwas falsch wäre an dem, was ich sage. Und selbst wenn man es Menschen gibt, die 1,5 Stunden, 2 Stunden, 3 Stunden am Tag etwas vorspielen. Ja, und es ist dann, sind ja nicht nur diese 3 Stunden komprimiert, die sind ja nur komprimiert. Es ist ja einfach den ganzen Tag über immer mal reingeschaltet. Das heißt, ihr nehmt alle Stimmungen und alle Eindrücke, die ich am Tag für mich persönlich habe, mit, und das seht ihr ja, ne? Dann glaube ich, kann man ein bisschen nachempfinden, dass es mir nicht egal ist, ob die Hunde, wie es ihnen geht. Ne? Ich mache mir ständig Gedanken, diese Hunde sind, und das ist ja auch mein Problem, ja, 24 Stunden in meinem Kopf. Und im Moment sind sie sogar viel präsenter in meinem Kopf als meine eigenen Kinder. Ja? Weil ich eben meine eigenen Kinder gar nicht hier habe und deren Probleme gar nicht mitbekomme, weil die eben weg, so weit weg sind und sich daran gewöhnt haben, dass sie Mama nicht mehr um sich haben und mich auch deswegen kaum noch kontaktieren. Die Hunde sind wirklich 24 Stunden bei mir im Kopf. Ich gucke und höre sogar nachts, ob es den Hunden gut geht. Ja? Und klar, es ist meine Aufgabe, wenn ich mich dazu entschlossen habe, Tiere zu holen, das auch zu tun. Das mache ich auch. Aber ich mache es so, wie ich glaube, dass ich es verantworten kann und dass es richtig ist.
Ich bin kein Freund vom Barfen, kann ich schon mal ganz ehrlich sagen, weil das rohes Fleisch ist. Und selbst da streiten sich wieder die Geister hoch drei. Ja, ich finde auch, dass Barfen nicht genug für die Hunde macht. Aber bitte, es ist jeder soll, wie er will. Ja, ist mir egal. Interessiert mich auch nicht, was andere machen. Solange es den Hunden gut geht, solange sie gesund sind und solange sie mit ganz viel Liebe behandelt werden. Ich glaube, mehr brauchen Hunde nicht. Einfach nur Liebe. Und selbst diese Hunde brauchen das auch nicht, weil es sind Kangas. Ja? Die brauchen jetzt vielleicht Liebe, wo sie im Welpenalter sind, aber später nicht mehr. Ne? Und wenn man mir das nicht glaubt und wenn man denkt, ich behandle die Hunde so schlecht, dann guckt euch diese Tiere an. Sie wollen jetzt da raus. Sie heulen, die wollen da raus, sie wollen spielen, sie wollen ihre Umwelt entdecken. Sie sind sehr, ja, sie sind einfach, sind schöne Tiere, Maschallah, ja, kann man überhaupt nicht anders sagen. Jeder Vorwurf, den man mir macht, ich würde wirklich sagen, jeder Vorwurf ist meiner Meinung nach ungerechtfertigt, weil das, was ich mache, ist auch schon nicht unbedingt, macht auch nicht immer jeder, ja. Für mich sind diese Hunde einfach wie ein Familienmitglied, das habe ich schon oft gesagt. Und genauso werden sie auch behandelt. Und ich quäle meine Hunde nicht. Ich tue, versuche und mache alles in der Hoffnung, dass es ihnen gut geht. Die wollen diese Vögel jagen. Nicht normal, ne? Wie viele Vögel heute hier sind. Ganz eigenartig. Vielleicht, weil ich denen mein Brot gegeben habe. Wo wir mal wieder beim Thema werden. Ne? Ich gebe denen das Brot um als Leckerli um, damit sie ihre Zähne wetzen können, damit sie sich so ein bisschen. Ja, die mögen halt ja, Brot sehr gerne. Was soll ich machen? Ne? Viele Kangas essen Brot sehr gerne. Guck mal, die ganzen Spatzen da am Futter. Ja. Dass die Hunde draußen leben, ist auch oft ein Vorteil. Warum holst du die Hunde nicht rein? Nein, das sind Hunde, die draußen zu leben haben. Ja? Es sind keine Schoßhündchen. Das werden riesige, große Monster, sage ich immer dazu. Ja, sie sind jetzt so süß und klein, aber es werden Tiere, die nicht im Haus gehalten werden können. Ich bin ein absoluter Gegner davon, Kangals im Haus, in der Wohnung zu halten, ohne dass sie Auslauf haben, ja, und dass sie draußen leben, weil die Tiere einfach seit Generationen dafür gemacht sind, draußen zu sein. Mit dem Auslauf ist hier natürlich ein bisschen doof noch, ja, weil später, wenn die groß sind, ist das zu klein. Aber ich habe ja erzählt, dass ich vorhabe, Schafe zu halten und dass ich mir hoffe, dass sie dann auch ihrer eigentlichen Aufgabe nachgehen können. Aber im Moment ist es noch nicht möglich, wie gesagt. Aber das machen wir, inshallah, sobald sie so ein bisschen größer sind. Ich hoffe es jedenfalls. Die Gedanken sind alle schon in den Geburtswehen und die sind schon dabei, geplant zu werden. Und ihr kennt euch uns. Das passiert ganz ad hoc. Auf einmal habt ihr hier drei Schafe. Ja? Dafür müssen wir aber einen Stall bauen. Logisch, die müssen ja irgendwo unterstehen und sich vor allen Dingen vor der Sonne nachher schützen. Die Kälte ist hier gar kein Problem. Aber die Sonne und der Regen vielleicht im Winter ist das Problem. Aber wir werden sowieso wahrscheinlich erst im Frühjahr soweit sein, inshallah. Und dann hoffe ich, dass die Hunde dann auch dort große Hilfe leisten können. Aber inshallah. Wie gesagt, das sind alles Pläne, die wir im Moment im Kopf haben. Erstmal ist es uns wichtig, dass sie gesund groß werden, dass sie sich hier an uns gewöhnen, dass sie ein bisschen erzogen werden, ja? Und dass sie vor allen Dingen gesund groß werden können. Und mir ständig diese Vorwürfe zu machen, finde ich echt, hört damit auf, weil es ist einfach ungerechtfertigt. Es geht ihnen gut. Und wie gesagt, die Ernährung, da kann man sich streiten, hoch drei. Jeder ernährt seinen Hund so, wie er möchte. Und würde ich den Hund nur mit Trockenfutter oder Fertigfutter ernähren, gibt es wieder Schimpfe, weil da so viele Zusatzstoffe sind und weil es nicht gut für die Hunde ist. Barfe ich, kriege Ärger, weil auch da viele Dinge vielleicht anders gesehen werden. Mische ich alles, sagt man, ja, du hast aber da zu wenig und da zu wenig gemacht. Koche ich selber, so wie ich das mache, ja, sagst du, nimmst zu wenig Fleisch und du nimmst da zu viel und hier zu viel. Also wie auch immer ich das mache oder wir das machen, Kritik wird es immer geben und gerade in der Ernährung der Hunde ist es so, so
schwierig, dass man da überhaupt nichts sagen kann. Aber ich kann euch versichern, Kangals sind in der Ernährung durchaus seit Generationen es gewohnt, von Resten ernährt zu werden. Und sie sind sehr anspruchsvoll, was die Ernährung betrifft, ja. Und das mache ich ja nicht mal, ja. Ich koche ja sogar extra für die Hunde. Das habe ich schon für Miley gemacht und das mache ich für die beiden auch. Das ist kein Problem und ich hasse Kochen, ja. Es ist wirklich etwas, was ich überhaupt nicht mag. Ich würde viel lieber in den Sack gehen und den Hunden das Fertigfutter geben. Das ist viel einfacher für mich, ja. Das ist überhaupt gar kein Problem und wahrscheinlich auch günstiger. Aber da bin ich dann der Meinung, das ist zu wenig. Das ist einfach, da habe ich für mich beschlossen, nee, im Moment mache ich das nicht. Vielleicht später, wenn sie größer sind, dass ich dann nochmal gucke, ne? Reicht das Trockenfutter? Und wir haben ja dann auch mehr wieder hier mit Kochen und so, mit der Family und Schafehaltung und so. Da haben die dann ja auch viel Sachen, die man dann immer nochmal extra geben kann. Das sei mir nochmal dahingestellt. Aber im Moment koche ich für die Hunde, weil ich weiß, sie lieben es. Sie essen es sofort auf. Sie sind richtig gierig danach. Es schmeckt ihnen. Sie bekommen ihr Welpenfutter dazu. Sie bekommen ihre Nährstoffe dazu als Vitamingaben. Also ich glaube, ich bin in Absprache mit unserem Tierarzt. Natürlich gibt es gute Tierärzte, es gibt schlechte Tierärzte, es gibt mittlere, es gibt engagierte. Aber wenn man sich mit einem Tierarzt ganz gut versteht und wenn man da auf der gleichen Ebene ist, die kommen aus der gleichen Stadt, aus der Nähe von Chorum, man kennt sich, ja, man hat Familie überall, es sind alles bekannte Verwandte, dann ist es noch mal was anderes. Wir werden wahrscheinlich auch Bonjuk dort kastrieren lassen. Das wissen wir aber noch nicht. Bin auch noch nicht so sicher, ob ich tatsächlich Bonjuk, aber wenn die später auf der Reise sind mit den Schafen, muss sie auf jeden Fall geschützt werden, schwanger zu werden. Also er hat so gesagt, dass er das gerne machen würde und dann würden wir sie hinbringen. Schauen wir mal, Allah hieß in welcher, so Gott will. Das ist aber noch jetzt kein Thema. Insofern, meine Lieben, es ist alles schon soweit richtig. Macht euch keine Sorgen. Und selbst wenn irgendetwas wäre, ich würde es sofort in meinen Vlogs bekannt geben. Ja, ich erzähle euch immer, wie es den Hunden geht. Ich halte die Kamera drauf. Ich zeige alles. Ihr würdet es mitbekommen, wenn es den Hunden nicht gut ginge. Ja, sie würden knöchrig, wenn sie würden krank. Ich will es nicht hoffen. Inshallah geht alles gut. Aber macht euch keine Gedanken. Ja, warum? Ja, es gibt so viele Tiere auf dieser Welt, um die man sich wirklich Sorgen machen müsste, wo man sich engagieren kann, wo man sich einbringen kann. Ja, warum kümmern sich die Leute, die hier mich auserkoren haben, um mich zu kritisieren, um mich um mir ausgerechnet mir sagen zu wollen, wie ich meine Hunde zu behandeln habe, kümmert euch bitte um Hunde, denen es wirklich schlecht geht. Ja, man kann so viel machen, auch in Deutschland. Ich höre immer wieder, in Deutschland braucht man ja doch, geht in die Tierheime, bringt die Hunde, geht mit ihnen spazieren, streichelt sie, gibt ihnen Liebe, gibt ihnen Aufmerksamkeit. Man kann auch in Deutschland so viel für Tiere machen, die wirklich Hilfe brauchen, ja, die wirklich niemanden haben, der sich um sie kümmert. Und dann hat man ausgerechnet sich auf mich eingeschossen. Das ist viel einfacher, sich einfach mal die Voicemail anzugucken und dann da ein paar Kommentare drunter zu schreiben. Ich bitte darum, mir zu vertrauen, dass ich weiß und auch richtig handle. Klar, es gibt immer mal das eine oder andere, wo man sagen kann, okay, das ist echt kacke, was du da machst. Aber in aller Regel, selbst wenn ich mal irgendetwas mache, was nicht gut ist, trotzdem ist es mit Sicherheit weder absichtlich gemacht, noch in irgendeiner Art und Weise etwas, wo ich den Hunden mit schaden möchte. Um Gottes Willen, ja, es sind doch meine Hunde, wenn ich sie in irgendeinen Zustand bringe, der ihnen schadet, dann habe ich das doch später auszubaden. Ja, sie werden krank, ich muss sie ständig zum Tierarzt bringen, es ist Mühe, es kostet mich Nerven, ich leide wie ein Hund, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ich leide, wenn es meinen Tieren schlecht geht, geht es mir noch viel schlechter. Und ich muss sie auch zum Tierarzt bringen, was wieder richtig viel Geld kostet. Ja, warum? Also das ist doch Blödsinn, so etwas absichtlich zu machen. Ja, ich bin doch nicht beknackt. Ich weiß doch, was dann auf mich zukommt, wenn ich die Tiere falsch sozusagen behandle oder sie falsch großziehe. Ja, die Folgen davon habe ich doch später auszubaden. Also
mache ich das doch nicht. Na, sonst, das wäre doch doof. Das wäre doch, also echt Quatsch. Und hier sind die Tierärzte auch richtig teuer, ja, hier in Alanya. Ich kann wirklich sagen, dass die Tierarztkosten hier in Alanya viel höher sind als in den Städten außerhalb des Tourismus, ja. Das finde ich schon mal richtig kacke, aber es ist leider so. Ob das nun offiziell ist oder nicht, jedenfalls, ja. Also das kann man schon mal so sagen. Ne? Also keine Ahnung. In Deutschland gibt es ja auch so, so Sätze, wie teuer die Tierärzte sein dürfen. So, ne? Genau wie bei den Behandlungskosten beim Menschen. Ich weiß nicht, ob sie da noch irgendwie was draufschlagen oder nicht. Also was ich jetzt so bis jetzt gesehen habe, ist jedenfalls, dass es hier teurer ist. Aber gut, kann auch sein, dass ich mich irre. Ich will hier keine Lügen erzählen. Aber das sind so meine Erfahrungen, die ich bis jetzt gesammelt habe. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist nicht falsch rübergekommen. Ich hoffe, dass man mich so ein bisschen verstanden hat und dass es Dinge gibt, die ihr ganz anders machen würdet. Ja, das ist doch klar. Der eine nimmt seinen Hund mit ins Bett, der andere, da darf der nicht mal ins Haus, so wie es bei uns der Fall ist. Ja, die Hunde dürfen eben nicht in unser Haus rein, weil es Tiere sind, Hunde sind, die mein Mann nicht im Haus haben möchte. Also ich wäre da jetzt nicht so, bei mir könnten die mit rein. Aber es ist nun mal so und mir ist es auch ganz lieb, weil ich bete ja und im Islam ist es halt nicht erlaubt, dass die Hunde im Haus sind. Aber gut, ich würde das wahrscheinlich dann nicht ganz so streng auslegen. Ja, aber es ist eben so, wie gesagt, ein Kangal darf, soll und muss auch gar nicht zu Hause sein. Er ist im Freien, der ist bei minus 40 Grad, lebt in tiefsten Anatolien, in den Bergen im Winter und passt auf seine Schafe auf. Alles kein Problem. Auch die Kleinsten sind schon bei Minusgraden draußen. Auch da braucht man sich keine Sorgen machen. Dass ich mir wieder deswegen Sorgen mache, ist eigentlich völlig unnötig. Ich habe so viele Leute gefragt. Jetzt, ich habe auch unseren Veterinär. Wir haben alles durch. Ja? Ich brauche mir keine Sorgen machen, aber trotzdem versuche ich, dass es ihnen einigermaßen gut geht, dass sie es warm haben. Ich habe sogar schon drüber nachgedacht. Na egal, es führt jetzt zu weit. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.